Was heißt das jetzt zum Beispiel jetzt bei dem Mobilkran? Ist da der Haken und eine 3 Nee. daneben? Was heißt das? Wieso Ja, das 3? ist. Ich weiß es nicht. Damit du weißt in den Nein. Missionen, was das ist. Zum Beispiel hier bei der Mission ist bei der Baggerschaufel eine 2. Ich glaube, dass das die Ah. Stufe ist vom Fahrzeug. Weil der kleine Bagger hat Stufe 1. Ist ja bei dem Kran auch so, oder? Ja. Ja, na, damit du weißt, welchen Bagger du nehmen musst. Oder welchen, Wahrscheinlich, was weiß ja. ich. Oder was dafür perfekt wäre. Habe ich hier zwei Mauszeiger? Ja, fällt gerade auf. Ne, der eine Ja. gehört Werner. Deine gehört Ah. dir. Einer deiner, einer meiner, ne? Hey, er wollte dich wegschleichen hier. Ah, ich habe auch einen. Schön. Schön. Da fehlt der Philipp wieder Mitte. Der Verbrecher. Ja. Also. Oh. Tokyo Drift, oder was ist das für ein gewesen? Also den Move gesehen, ey. Boah. Wahnsinn. Leo würde sagen, Also. beautiful drift. Ja, beautiful drift. Great, great. Oder so. What is this? Aber Was mit Turanis, du bist ja immer noch Koke? nicht weiter. Bitte? 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 Was hat er gesagt? Was mir ein bisschen fehlt hier ist, so eine Sa ein Sattel auf Liege mit einer Mulde oder sowas. Weißt du, Ach was ich so, meine? das, den du so runterrollen kannst. Nee, nee, aber praktisch den. Normalen Auflieger. Genau, ein Auflieger, wo du die Erde reinmachen kannst. Wären die noch dreckigen Fahrzeuge? Nee, ne? Nee, die sind schon Nee. so. Kannst du nicht nachher irgendwann mal einen Muldenkipper kaufen oder sowas und das dann gleich da reinschütten und den Sand verkaufen, oder? Ja, Könnte den man. Sand an sich verkaufen kannst du nicht. Du kannst halt nur bei verschiedenen Missionen bekommst du dann halt Geld dafür, wenn du es wegbringst. Kann aber auch nicht ganz sein, weil wenn ich, Toranis? Jo, hier ist er. Was machst du da? Ich wollte mal gucken, ob du aufpasst. Ja, ist klar. Aber wenn du dir unseren Bauhof anschaust, da sind so kleine Abladestellen für irgendwas. 4 Stück. Und da kannst du doch sicher Erde oder Kies oder sowas auch reinschütten, auch unter das Lager nehmen. Ja. Und dann mit dem Radlader wieder aufladen, weil für was brauchst du sonst einen Radlader? Ja, genau. Gibt ja auch genug Missionen, wo du Sand dahin bringen musst oder so. Genau. Naja, dass du Zwischenlager ändern kannst, ne? Genau. Das Zeug. Das würde schon Sinn machen, glaube ich. Kannst du eigentlich auch einen Kredit aufnehmen hier? Nee, ne? Nee, also entweder habe ich die richtige Taste noch nicht gefunden, aber ich. Nee. Geht nicht, Einfügen ist es nicht. Nee, habe ich auch gerade probiert. Dann wird ja irgendwo was auch stehen, wegen Kredit oder Bank oder so, oder? Was denn das hier überhaupt? Ja, vielleicht gibt es ja hier irgendwo in der Stadt eine Bank. Mal geguckt? Nee, ne? Müsste ja theoretisch auch in der Map angezeigt werden. Bank? Kartenansicht. Bank? Nee, Bank gibt's nicht. Geht um meine Kirche. Nee, du. Ich geh mal zum Nachbar. Schauen, was er sagt. Oh, Philipp, das war das Haus, was wir gestern gebaut haben, ne? Nee, da war doch eine Schaukel. Nee. Nee, war das nächste? Weiß ich nicht. Da hinten ist die Schaukel. Hey, ich hab gestern noch mit André gearbeitet, glaube ich. Jetzt eine Runde Schaukel, ne? Hey. Das wär's. Aber hier können wir im Sand spielen. Hier können wir mal den kleinen Bagger hinholen. Oh, Moment. Aber du kannst doch jetzt gar nichts kaufen, ne? Oder was? Nee, mit 0 Euro, nee, du. Dann kannst du gar nicht mehr weiterbauen. Doch, wir Du bekommen bekommst jetzt. aber Wenn der Toranis jetzt. fertig ist, gibt's 117.000. Oh. Da kriegst du allein für das Ausbaggern 117.000. Das dauert aber auch dementsprechend etwas länger dann, ne? Das soll sich ein bisschen beeilen. Und das Verbrecherische an dem Spiel ist ja, dass Werner sich die. Wie viel gibt's dafür? Insgesamt gibt es dafür, schauen wir mal schnell nach, 160.200. Das Und wir heimst er kriegen sich komplett ein? nur 30% davon. Ja, Ja. Entschuldigung, ich habe aber auch die ganzen Maschinen bezahlt. Also, ne?
Ja gut, die hast du ja dann auch, ne? Ja, klar. Ja, wir haben auch mitgeholfen. Ja, wenn ich morgen nichts zum Essen habe, dann ist das so, nicht euer Problem, ne? So. Du kannst ja am Bagger lecken. Ja. Das soll auch seit machen, die Farbe. Und ich habe auch mitgeholfen, ich war dabei. Ja. Also. Oh, Turan ist hier der Bagger-TV-Weltmeister. Bodo Bagger, der Bagger im Baggerloch. Weißt du, ich kann jetzt nicht mal einen Container kaufen, sonst hätte ich bereits die nächste Mission gemacht. Aber können wir denn keine kleinen Container-Mission machen? Hat keinen zweiten Vorarbeiter eingestellt. Ich hab keinen zweiten Vorarbeiter, weil die kostet 7.500 Euro im Monat. Ja, aber zu der kostet denn, aber so. Nichts, wenn du den jetzt kaufst, oder? Wenn du den einstellst, nicht. Ah, dann müsste der Vorarbeiter diese Baustelle hier so lange begutachten, beziehungsweise... Ja, Harpe bleibt hier und der andere, Peter oder wie er heißt, der geht dann woanders hin. Also wenn du den jetzt noch hast, dann kannst du wenigstens Container wegfahren zum Hafen oder... Ja, aber ist das nicht extrem laggy im Multiplayer, wie wir vorher gehört haben, bei Walter und Leo? Hä? Dass, wenn der Vorarbeiter arbeitet, Leo nicht mal das Spiel beitreten kann? Nein, das habe ich, da warst du aber auch bei, das habe ich glaube ich 3 oder 4 Mal gesagt. Das Spiel hat manchmal Probleme beim Synchronisieren. Das heißt, wenn jetzt hier noch einer raufkommen würde, könnte es daran sein, also er kriegt die Mission nicht runtergeladen von dir. Ach so. Und deswegen ist endlos Connection zum Host und oder warte auf Mitspieler. Alles wenn klar. Du dann die Mission abbrechen tust, dann können alle ganz normal drauf. Ja, aber jetzt einen zweiten Vorarbeiter einstellen bringt auch nichts. Ich habe nicht mal Geld für einen Container zum Kaufen. Ach, wir haben es sowieso gleich hier fertig. Nein. Die Mission ist entweder einen Container von links oder einen Container nach rechts bringen. Also den Container brauchst du eigentlich nicht holen. Ach so, ist er schon da? Du musst nur transportieren. Einen vollen Bauschuttcontainer vom Sägewerk bringen zum Hafen oder bringen einen mit Erde vom Hafen zum Kieswerk. Oder also das so. Ist im Prinzip nur eine Transportmission. Ja, die kriegst du immer. Deswegen gibt die auch nur 4.500 oder 5.000. So, Personal. Deswegen kannst du eigentlich auch nicht wirklich weitergehen. So, ich habe ihn jetzt eingestellt. Ja, aber kannst du nicht kaufen. Achso. So, jetzt kann ich sagen. Aha. Bist du auch gerade am gucken, Dennis? Das? Nein. Doch, wir haben doch mal den ganz langen Jens-Maus getestet mit dem Heckteil. Hm? Ja. Bei wenn die Maschine aus ist, drauflegen, dann einsteigen und anschalten und dann funktioniert es auch. Ja, das ist aber eine Heidenarbeit. Jetzt steht bei mir drin, dass der Vorarbeiter auf Baustelle 2 ist. Baustelle 2 wäre was mit dem Container. Genau, das heißt, er macht es jetzt einfach. Ja, wahrscheinlich. Und wo ist jetzt der Harpe? Ist das jetzt die Baustelle 1 oder was? Ja. Das ist Baustelle 1, ja. Und wo ist der Harpe? Der wird jetzt irgendwo durch die Gegend gondeln, denke ich mal. Ach, der sitzt da jetzt in einem Ding drin oder was? Theoretisch ja. Das war euer Bauhof? Nee. Das war der Baustoffhändler. Komm, was soll der Quatsch? Warum packen wir nicht einen kleinen Bagger hier wieder drauf, du? Geht der hier nur im Weg rum? Und bleibt der da oben drauf? Der große Bagger, Liebherr? Der bleibt ja. Da oben drauf, ja. Den kannst du dann befestigen und dann bleibt er drauf. Thank you.
Ja, das macht er gut, der Toranis. Naja, ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Ups. Akira, das kann er nicht kaputt machen. Was kann er nicht kaputt machen? Du kannst auch nicht alles kaputt machen. Nein. Hast du eigentlich Wochenende immer frei? Ja. Okay. Ist der Richie Race eigentlich jetzt hier? Nee, ne? Keine Ahnung, ich habe jetzt nicht geguckt, aber ich kann mal nachschauen. Nee, ich schau grad. Nee. Was ich jetzt wieder, um dem jetzt hier hinten zuzumachen, jetzt wieder das Rad rausfahren? Moment, so. Was hast du gesagt? Jetzt, wenn ich jetzt hinten die Rampe hochmachen will, muss ich dann wieder jetzt das Rädchen rausfahren? Nee. Die Rampe kannst du ganz normal hochmachen. Mit Shift und links, nach Pfeil links oder Pfeil rechts, weiß ich nicht. Dann Pfeil nach links erst, pass auf. Da bockt er sich auch hinten, siehst du es? Na, lass mich mal rein. Wenn ich jetzt aussteigen würde, dann würde er durch die Gegend bogen. Dann steig nicht aus. Ja, okay. Das ist Chefsache. Aber wer denn jetzt hier die orangene Weste an? Ich hab doch gesagt, das ist nur für den Einweiser. Der Lehrling. Nee. Okay, ich habe die extra aufgesetzt. Oder angezogen. Extra angezogen. Damit, ich hier ein bisschen wichtig aussehe. Also, was ich so in Erfahrung gebracht habe, ist, dass die Leute mit der orangen Weste nicht immer auf der Straße draußen stehen und schauen, was der Verkehr macht. Was ist denn das für ein Move? Welcher, der hier? Der Junge. Ist das ein Tänzchen hier oder was ist hier? Da kommst du erstmal jetzt nicht mehr raus, Werner. Und was ist eigentlich nachher mit dem Sand? Müsst ihr den auch noch wegschaffen oder? Nein, der verschwindet. Sonst würden wir das ja gleich in den LKW buddeln. Ja, meine ich ja, was soll das denn? Aber dann würde er sich, glaube ich, doof und dämlich fahren. Das glaube ich auch. Für den Mullenkipper brauche ich, glaube ich, auch nur 10 Schaufeln. Für den ganz großen? Ja. Der ist ja vorne, oder was? Ja. Naja, irgendwann hast du nachher zwei LKWs oder was? Die dann immer nur abfahren. Ja, aber dann sind irgendwann drei Mitspieler plus Host auch ein bisschen wenig, ne? Ja gut, guck mal, ihr steht ja jetzt beide nur rum. Ja. Du musst ja, du erstmal. Habt ihr den Container schon weggefahren? An der ganzen Sache, das Baggern. Baggern ist ja das Schlimmste. Moment, glaube ich nicht, weil sonst hätte ich ja Geld bekommen, ne? Ja, Philipp, was ist los? Was? Ab in den Kipper und dann. Ich hab gedacht, das macht der Johann. Macht das nicht der Johann? Hä, wer ist Johann? Ja, unser Vorarbeiter. Der Vorarbeiter ist nur dafür da, dass du, ne? Also für das bekommt es 7.500 im Monat. Ja. Läuft. Ist dafür da, dass du noch eine Baustelle haben kannst. Ach so. Also noch einen Auftrag. Ja. Philipp, das machen wir zusammen. Deswegen habe ich mich gewundert, wo ihr seid. Steht die ganze Zeit hier. Also ich will immer noch die Mission hier vom Keeper. Hä? Ich wollte dir nur Gesellschaft leisten, damit du nicht so alleine bist. Ne? Ah, ja. Ich habe meinen Bagger hier. Aber ist okay, du, ist okay. Ist er dabei, sagt er. Ja. Ruf mich ja nicht an, wenn du keinen Diesel mehr hast. Wer fährt jetzt, Philipp oder was? Philipp fährt jetzt, siehst du das nicht? Fazit? Ja, ein bisschen getrunken, darf ich sagen. Ich schon, mit 90 durchgestellt. Da gab es wieder Blubberwasser. Ja. Was war das denn, Philipp? So, wo ist denn jetzt hier? Was gedöhnt? Geradeaus und dann rechts rum, siehst du eigentlich schon stehen. Ja, Philipp, also wirklich. Da hinten steht er. Da hinten. Oh, da hinten, ich sehe nichts. Da hinten. Oh, da hinten. Siehst du nicht? Nein, das halt, ihr seid falsch, ihr müsst ihn da abliefern. Ja, du bist da falsch. Ihr müsst zuerst zum Kieswerk. Stand das da nicht in der Versionsbeschreibung? Oh, zum nee, Kieswerk. Du. Den Kübel abholen, dann hier hinbringen. Einmal mit Profis, ne? Oh, ich sag jetzt mal Profis hier. Immer. Schlimm, das ist schlimm. Ja.
Aber halt zum Kieswerk, oder? Ey. Philipp? Vom Kieswerk, nicht zum Kieswerk. Philipp? Ja, wir müssen jetzt zum. Ja? Sind wir hier falsch? Ja. Okay. Ja. Warum meinst du denn, da kann er auch hier nicht stehen? Nee, ich hab ihn auch nicht gesehen. Verbrecherbande.